Moin, hier ist Therese. Ich möchte euch heute wieder eine Geschichte erzählen. Ich habe hier eine schöne Kerze mit einem Regenbogen und einem Kreuz. Die stelle ich jetzt einmal runter und dann mache ich das Kamishibai auf und ich möchte euch heute die Geschichte von Der Herr ist mein Hirte erzähle. Die ist im Don Bosco Verlag erschienen und ist schon viele tausend Jahre alt. Sie steht im Alten Testament. Im Alten Testament ist diese Geschichte. Als David ein kleiner Junge war, da war er ein richtig guter Schafshirte. Viele Tage verbrachte er allein mit den Tieren auf den Weiden. Langweilig war es nicht. Er musste gut auf die Schafe aufpassen. Er lernte die Landschaft mit ihren sonnigen Plätzen und ihren dunklen Höhlen immer besser kennen. Gern spielte er dort draußen auch auf seiner Harfe und sang dazu. Egal, ob er gerade saß, stand oder wanderte, Lieder singen konnte er fast immer und an jedem Ort. So wie ein Hirte wacht, gib du Gott auf mich Acht. Die Sonne, Farben, Licht und Luft, der Regen, Wind und Blütenduft und Menschen, die ich mag, nichts fehlt mir jeden Tag. Die Worte für seine Lieder waren nicht plötzlich alle auf einmal da. Erst gab es nur die Musik. Singende Vögel, plätscherndes Wasser, flüsternde Blätter an den Bäumen. Manchmal erlebte David auch Dunkelheit und Unwetter. Es gab Angst und Gefahren dort draußen. Und es gab wunderbare Glückstage. Alles, was er als Kind gesehen und erlebt hat, alles das hat David nie wieder vergessen. Die ersten Worte zur Musik, die kamen ihm in den Sinn, als er für Saul, der damals als König regierte, etwas singen und spielen sollte. Es konnte passieren, dass sich König Saul sehr über etwas ärgerte. Manchmal bekam er ganz heftige Wutanfälle. Dann half nur Musik. Genauer gesagt, Davids Harfenspiel und sein Gesang dazu. So wie ein Hirte wacht, gib du Gott auf mich Acht. Wie Schafe gutes Weideland, hab ich das Brot aus deiner Hand. Und alles, was mir schmeckt, hast du für mich gedeckt. Die Nachricht von der sonderbaren Wirkung seiner Musik sprach sich schnell in der Gegend herum. An vielen Orten, wo Menschen sich versammelten, wurden Davids Lieder gern gesungen. Die Leute merkten, das sind Lieder, die viel mit dem Leben zu tun haben. Von Angst, Hoffnung, von Freude und Traurigkeit erzählten die hohen und die tiefen Töne. Solche Lieder sind wie ein Gebet. Beim Singen spüren die Menschen, Gott ist uns nah. So wie ein Hirte wacht, gib du Gott auf mich Acht. Wenn's dunkel ist und ich allein, dann weiß ich, du wirst bei mir sein. Bin unter deiner Hut. Das macht mir neuen Mut.
Früher hat David diese Musik für König Saul gespielt. Heute ist er selber König. David, der singende König. So nennen ihn manche Leute auch. Darüber freut er sich. Beim Singen fühlt er sich mit Gott verbunden. Das ist auch für Könige ein gutes Gefühl. So wie ein Hirte wacht, gib du Gott auf mich Acht. Du teilst dein großes Haus mit mir. Du freust dich, hast mich gern bei dir. Umsorgst mich jeden Tag, egal was kommen mag. Das war die Geschichte von Der Herr ist mein Hirte.